Hallo, grüß euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es weiter mit der Reihe Lightroom für Anfänger und wieder einen Tipp für euch, für Lightroom, für Leute, die starten möchten. Heute geht es nämlich um das Fotos markieren, Sterne vergeben, wie funktioniert das? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie. Nach dem Intro schauen wir dann schon auf Lightroom rein und dann zeige ich euch, wie das geht. Lightroom ist gestartet. Ich habe bereits schon ein paar Fotos importiert. Wie das geht, ganz kurz nochmal. Einfach in Bibliothek anklicken. Ganz unten habt ihr die Möglichkeit, auf Importieren zu gehen. Dann wird euch gefragt, von wo soll Lightroom die Fotos hernehmen, von wo soll es hochladen. Und dann geht schon auf diese Plattform. Hier sind jetzt einfach ein paar Fotos schon hochgeladen, damit ich euch zeigen kann, wie man Fotos markiert und wie man da am besten umgeht. Man hat die Möglichkeit, 5 Sterne zu vergeben, aber auch Farben. Insgesamt sind es 3, 6, 7 Farben. Funktioniert so, dass wir die Sterne von 1 bis 5, also auf der Tastatur von 1 bis 5 sind die Sterne und alles andere sind dann die Farben. Geht ganz leicht. Wir probieren das gleich einmal aus. Einfach auf 1 Stern drücken, bei dem nächsten auf 2 Sterne, also so kannst du die Sterne vergeben. Wenn du das nicht haben möchtest oder einfach einen anderen Stern vergeben möchtest, wie zum Beispiel 3, dann drückst du einfach auf 3. Oder du möchtest die Sterne wieder weggeben, dann drückst du einfach auf 0 und dann ist alles entfernt. So kannst du dann einfach durchgehen und einfach einmal schauen, okay, gefällt mir dieses Foto, möchte ich das noch weiterhin haben oder möchte ich das dann später entfernen, ist irgendein Foto unscharf. Wenn du ein Foto zum Beispiel entfernen möchtest, dann kannst du auf das X klicken und dann hast du oben schon eine Fahne, eine schwarze Fahne für, das zeigt einem, dass du diese Fotos dann schon weggeben möchtest. Das zeige ich dir dann am Ende, beziehungsweise wir können es gleich machen. Dann gebe ich einfach dieses zweite Foto noch, drücke hier auch auf X und dann sind schon einmal 2 Fotos, die man nicht mehr haben möchte. Ganz da oben auf Dateien, beziehungsweise auf Foto, so mache ich das nämlich nie, ich habe immer einen Shortcut, auf Foto, Foto entfernen, ausgewählte Fotos entfernen, abgelehnte Fotos löschen oder aus dem Katalog entfernen. Also da habt ihr einfach mehrere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt einfach einmal aus dem Katalog entfernen und dann ist es weg. Hier wird ja nur ein Foto markiert, das heißt, das zweite ist noch hier. Dann gehst du wieder auf Foto und auf Foto entfernen, aus dem Katalog entfernen. Aufpassen, wenn man abgelehnte Fotos löschen, dann kann es sein, dass es wirklich vom Datenträger auch gelöscht wird und dann nicht mehr da ist. Also da bitte vorsichtig sein und nicht komplett löschen, weil wer weiß, vielleicht braucht man das ja trotzdem noch. Man möchte es jetzt nur nicht in Lightroom bearbeiten und man hätte es trotzdem gerne noch im Hintergrund gespeichert. Ja, das ist jetzt einfach mit dem Markieren, dass es komplett entfernt wird aus Lightroom. Wenn du das nicht haben möchtest, klicke einfach hier noch einmal auf die Fahne und dann ist diese Markierung auch wieder weg. Wie funktioniert es jetzt mit den Farben? Komplett das Gleiche, das heißt einfach einmal auf die Nummer 6 drücken, das ist rot, oder dann das nächste auf Nummer 7 drücken, es bedeutet gelb. Wieder schaut wieder so aus, wenn du das wieder nicht haben möchtest, wieder auf diese gleiche Nummer drücken, auf 7 und dann ist es schon wieder weg. Also einfach einmal etwas markieren, damit man da ein bisschen was haben, damit ich es euch zeigen kann. Hier hast du dann ganz oben einen Reiter, den bekommst du unten, wenn du es einmal anschaltest, hast du hier schon die Möglichkeiten, verschiedene Modi durchzugehen. Und die sind halt oben noch einmal aufgelistet. Das heißt, entweder keine Filter angewendet oder eben unbearbeitete Fotos werden hier jetzt angezeigt.
Dann, wenn ich zum Beispiel ein Foto demarkiere mit dem X, dann hat man hier auch noch einmal die Möglichkeit, dass es einem hier angezeigt wird. Oder die anderen Fotos, die halt noch dabei sind. Also da gibt es einfach mehrere verschiedene Modi, die was man durchklicken kann und dann anschauen kann, was für einen brauchbar ist. Bei mir ist es so, dass ich jetzt diese hier überhaupt nicht brauche. Ich verwende eigentlich nur die Sterne und die Farben. Bei den Farben kann ich euch zum Beispiel einen Tipp geben, weil man weiß ja oft nicht, für was verwende ich jetzt diese Farben, für was kann ich es brauchen. Wenn ich zum Beispiel ein Fotoshooting habe und gibt zum Beispiel zwei Familien, dann kann ich zum Beispiel eine Familie die Farbe Rot geben und der nächsten Familie die Farbe Grün zum Beispiel. Dann weiß ich, dann kann ich das trennen und kann diese separat speichern. Das ist ein großer Vorteil, den man hat, wenn man einfach mehrere verschiedene Shootings hat. Zum Beispiel, es gibt ja auch diese Mini-Shootings, Oster-Weihnachts-Mini-Shootings. Da hat man auf einen Tag einfach mehrere Familien und da kann man diese einfach mit unterschiedlichen Farben benennen und sie dann extra speichern. Wie funktioniert das jetzt? Jetzt habe ich drei rote Fotos, drei grüne Fotos. Wenn ich hier unten auf das rote Kästchen klicke, dann werden hier quasi nur die roten Fotos angezeigt. Wenn ich wieder drauf drücke und auf das grüne Kästchen klicke, dann sieht man, okay, das sind jetzt alle grünen Fotos. Und die kann ich dann markieren auf Command und A und kann sie dann schon abspeichern. Also so funktionieren diese Markierungen. Man kann sie alle anschauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sterne vergeben habe, ich vergebe da einfach einmal ein paar unterschiedliche. Dann hast du auch hier wieder die Möglichkeit, entweder auf die Sterne zu klicken. Hier werden quasi Sterne angezeigt, ein Stern und höher. Hier habe ich einmal vier Sterne angeklickt. Das heißt, da werden nur vier Sterne angezeigt, weil es kein Foto gibt, das fünf Sterne hat. Wie funktioniert das? Da gibt es nämlich ganz da unten dieses Zeichen und da steht, Bewertung ist höher als oder entspricht. Das heißt, ein Stern oder mehr. Oder wenn ich auf zwei Stern klicke, dann ist es zwei Stern oder mehr. Oder Bewertung ist niedriger als oder entspricht. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt zwei Sterne vergebe und dann halt alles, was niedriger ist. Bewertung entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt nur drei Sterne, alle Fotos mit drei Sternen haben möchte, dann würde ich jetzt einmal auf das klicken und auf drei Sternen. Dadurch ich kein Foto mit drei Sternen markiert habe, sieht man jetzt hier auch kein Foto. Probieren wir das einmal mit zwei Sternen. Also hier sind jetzt ja quasi Fotos, die nur mit zwei Sternen bewertet worden sind. Wenn ich wieder drauf drücke, so sind alle restlichen Fotos jetzt verschwunden. Genau, hier sind jetzt schon wieder mal die Fotos. Jetzt haben wir zum Beispiel drei Fotos mit vier Sternen. Das heißt, ich klicke mal auf vier Sterne und hier werden quasi jetzt wieder nur die Fotos gezeigt mit vier Sternen. Ja, so funktioniert das Bewerten. Probiert es einfach einmal aus. Probiert es auch aus mit den Fotos entfernen, aber vorsichtig sein, nicht vom Datenträger löschen, sondern nur von Lightroom löschen. Also das ist die sichere Variante, dass im Hintergrund dann auch noch die Fotos bestehen bleiben. Das war's für heute schon und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, das war's heute schon mit Fotos bewerten, Sterne vergeben. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ich ein Like bekomme oder möchtest du noch mehr Videos sehen, dann abonniere meinen Account. Da gibt es dann noch eine Glocke, wenn du drauf klickst auf diese Glocke, dann wirst du auch, bekommst du die Nachricht, wenn ein weiteres Video online gegangen ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und sonst wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss, Baba!